Apple hat vor kurzem ein neues iPad der 10. Generation vorgestellt und damit dem günstigsten iPad endlich ein modernes Design verpasst, welches sehr stark an das aktuelle iPad Air erinnert. Und damit fragen sich jetzt natürlich viele, die sich ein günstiges iPad kaufen wollen, soll ich mir lieber das iPad Air oder das iPad der 10. Generation kaufen? Und was ist eigentlich mit dem Vorgänger vom aktuellen iPad Air? Das kam ja auch schon im modernen Design und ist mittlerweile deutlich günstiger zu haben. Ich habe mir die ganzen iPads mal im Detail angeschaut und miteinander verglichen und jeder, der aktuell ein günstiges iPad im modernen Design sucht, der sollte das Video unbedingt anschauen, denn in dem Video erfahrt ihr, welches der Modelle ihr euch am besten kaufen solltet. Ihr könnt in diesem Video außerdem bis zu 2 Apple-Produkte eurer Wahl in einem Gesamtwert von bis zu 250 Euro gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar zu schreiben mit den Apple-Produkten, die ihr gewinnen wollt. Und schon seid ihr im Lostopf für diesen Monat mit drin. Liken des Videos und den Kanal abonnieren soll natürlich auch nicht schaden. Ich blende euch die genauen Teilnahmebedingungen hier nochmal kurz ein. Ihr findet sie aber auch in der Videobeschreibung. Vergleicht man das Design der 3 iPads, dann stellt man zunächst fest, dass sie sich sehr, sehr ähnlich sehen und es anscheinend bis auf die Farben gar keine Unterschiede gibt. Schaut man sich dann jedoch die Details an, dann stellt man fest, dass zwar das iPad Air der 4. und der 5. Generation optisch wirklich vollkommen identisch sind, das iPad der 10. Generation aber leicht veränderte Abmessungen aufweist. Es ist etwas höher, etwas breiter, etwas dicker und auch etwas schwerer und dementsprechend hat das Display auf der Vorderseite, was auch 10,9 Zoll groß ist, auch etwas dickere Displayränder. Und wo wir schon einmal beim Display sind, auch hier muss man beim iPad der 10. Generation durchaus ein paar kleinere Abstriche machen, während das Display vom iPad Air 4 und 5 vollkommen identisch ist und diese wirklich beide ein sehr gutes 60 Hertz LCD-Panel verbaut haben. Beim iPad der 10. Generation sieht das jedoch leider etwas anders aus. Zwar ist dieses Display ebenfalls schön scharf und es wird auch mit 500 Nits ausreichend hell, aber erstens, das Display ist nicht vollständig laminiert und dadurch hat man eine Luftschicht zwischen dem Displayglas und den Pixeln. Dadurch fühlt sich das Display weniger direkt an und insbesondere beim Schreiben mit dem Apple Pencil ist das halt einfach nicht so geil. Auch unterstützt das Display leider nicht den P3 Farbraum, sondern nur den sRGB Farbraum und ist dadurch für Fotobearbeitung nicht so gut geeignet wie die beiden anderen iPads. Und zu guter Letzt wäre dann da noch die Anti-Reflex-Beschichtung, die fehlt beim iPad der 10. Generation. Dadurch spiegelt das Display stärker und das ist gerade bei Gegenlicht manchmal wirklich unangenehm. Ich habe ja eine Zeit lang das iPad der 9. Generation benutzt und fand das teilweise wirklich störend. Obwohl das iPad der 10. Generation fast genauso aussieht wie die beiden iPad Air Modelle, unterstützt es nicht den gleichen Apple Pencil. Jeder hätte ja bei dem neuen modernen Design erwartet, dass jetzt auch der Apple Pencil der 2. Generation beim günstigsten iPad unterstützt wird. Dem ist aber leider nicht so. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was der Mitarbeiter sich bei Apple dabei gedacht hat, aber das neue iPad der 10. Generation unterstützt trotz des neuen Designs nur den Apple Pencil der 1. Generation. Und jetzt wird's noch schöner, denn alle iPads unterstützen USB-C. Auch das neueste iPad der 10. Generation ist jetzt also endlich von Lightning auf USB-C gewechselt. Jeder, der den Apple Pencil der 1. Generation kennt, der wird jetzt aber feststellen, den lädt man doch eigentlich über den Lightning-Port am iPad auf. Und wie soll ich das jetzt machen, wenn das neue iPad gar keinen Lightning-Port mehr hat? Und dafür hat sich Apple natürlich was super Intelligentes ausgedacht. Wenn man jetzt neuerdings einen Apple Pencil der 1. Generation kauft, dann kommt der mit einem kleinen Dongle. Und zwar nicht einfach nur den Dongle, so dass man quasi jetzt den auf den Lightning-Port steckt und dann in das iPad stecken könnte. Nee, das ist ein Female-auf-Female-Adapter. Das heißt, man steckt den Adapter hinten an den Apple Pencil und muss dann in diesen Adapter noch ein Kabel stecken, welches man dann mit dem iPad oder einem Netzteil verbindet. Ganz ehrlich, Apple, das ist vollkommener Schwachsinn. Wenn ihr schon sagt, hey, das Ding unterstützt nicht den Apple Pencil der 2. Generation, dann hält ihr zumindest einen neuen Apple Pencil der 1. Generation mit USB-C-Anschluss hinten auf den Markt bringen können. Das wäre wirklich deutlich sinnvoller gewesen. Was die Prozessorleistung angeht, gibt es bei den Modellen ebenfalls nochmal einen interessanten Unterschied. Zwar setzen sowohl das iPad der 10. Generation und auch das iPad Air der 4. Generation auf den Apple A14 Chip, einen Prozessor mit wirklich so viel Leistung, dass ihr damit alles mit diesem Tablet machen könnt, aber das neue iPad Air 5 hat den M1 Prozessor verbaut. Der hat nochmal mehr Leistung, mehr RAM und das ist für die meisten zwar im Alltag vollkommen unerheblich, wäre aber wirklich effektiv
aktiv mit dem Gerät arbeiten möchte, zum Beispiel um darauf Videos zu schneiden, der kann da halt nochmal ein bisschen mehr rauskitzeln. Und was ich besonders interessant finde, man braucht den M1 Prozessor, um das Display ordentlich an einen externen Monitor anschließen zu können, so dass das Display eben nicht nur gespiegelt wird, sondern man eine echte externe Display-Unterstützung hat. Wer das möchte, der sollte auf jeden Fall zum iPad Air der 5. Generation greifen. Außerdem kann man natürlich davon ausgehen, dass das iPad Air der 5. Generation aufgrund des doch nochmal deutlich stärkeren Prozessors auch einige Jahre mehr Software-Updates bekommt. Da die iPads aber ja locker 4, 5, 6 Jahre unterstützt werden, braucht man sich da, glaube ich, heute selbst beim A14-Chip noch keine allzu großen Gedanken drüber machen. Ebenfalls schön finde ich, dass alle drei iPads jetzt auf Stereo-Lautsprecher im Querformat setzen. Ich konnte die neuen Lautsprecher im iPad der 10. Generation natürlich jetzt noch nicht testen. Das Gerät kommt erst in den kommenden Tagen bei mir an. Aber bei den iPad Air Modellen sind die Lautsprecher wirklich in Ordnung. Die von den iPad Pros sind zwar nochmal etwas besser. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass Apple im iPad der 10. Generation die gleichen Lautsprecher verbaut hat. Das heißt, zum Filme ansehen sind die iPads auf jeden Fall bestens geeignet. Bei den verbauten Kameras gibt es dann ebenfalls noch ein paar interessante Unterschiede. Auf der Rückseite haben alle die gleiche Kamera. Eine 12-Megapixel-Kamera ohne Blitz, die relativ okay Aufnahmen macht, zum Dokumente einscannen wirklich vollkommen brauchbar. Auf der Vorderseite ist es dann aber etwas anders. Das iPad Air der 4. Generation setzt als einziges iPad noch auf einen 7-Megapixel-Sensor, der oben im iPad positioniert ist. Beim iPad Air der 5. Generation haben wir den neuen 12-Megapixel Pixel Ultraweitwinkelsensor, der dein Gesicht automatisch tracken und verfolgen kann, welcher ebenfalls oben im Display positioniert ist. Und beim neuen iPad der 10. Generation haben wir den gleichen Ultraweitwinkelsensor. Dieser ist jetzt aber nicht mehr oben positioniert, sondern rechts, so dass, wenn man das iPad im Landscape-Modus, also zum Beispiel mit einer Tastatur verwendet, die Kamera dann wieder oben ist. Und das ist wirklich deutlich angenehmer für Videotelefonate und war bei den alten iPads bisher immer ein Kritikpunkt. Das heißt, hier liegt das iPad der 10. Generation zum ersten Mal vorne. Was die Akkulaufzeit angeht, spricht Apple bei allen drei Modellen von 10 Stunden Surfen im Wrapped. Das ist irgendwie so die Standardangabe bei allen iPad-Modellen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass bei dem M1-Prozessor, wenn man die Leistung wirklich nutzt, die Akkulaufzeit auch mal deutlich kürzer sein kann. Und ich weiß es natürlich nicht, aber da das Gehäuse vom iPad der 10. Generation größer ist, könnte es sein, dass der Akku da drin natürlich auch nochmal etwas größer ist und damit die Akkulaufzeit nochmal ein klein bisschen besser ausfällt. Das ist aber alles noch nicht verifiziert und nur eine voreilige Annahme. Dementsprechend gebt da erstmal nichts drauf und rechnet mit allen Modellen bei einer ähnlich guten Akkulaufzeit. Ein paar kleinere Unterschiede gibt es dann ebenfalls noch bei der Konnektivität und hier ist das iPad der 10. Generation zur Ausnahme mal wieder ganz vorne mit dabei. Es setzt auf den WLAN 6 Standard und auf Bluetooth 5.2. Außerdem ist natürlich 5G mit an Bord, wenn man eine eSIM oder eine physische SIM-Karte bei dem Gerät mitkonfiguriert hat. Am schlechtesten schneidet in dieser Kategorie das iPad Air der 4. Generation ab. Es unterstützt zwar ebenfalls WLAN 6, aber nur Bluetooth 5.0. Ganz ehrlich, der Unterschied ist wirklich zu vernachlässigen, aber es unterstützt nur 4G und kein 5G. Das sieht beim iPad Air der 5. Generation dann nochmal etwas anders aus. Dieses unterstützt ebenfalls WLAN 6 und den Bluetooth-Standard 5.0, kann aber dafür noch 5G. Zu guter Letzt möchte ich noch über die verfügbaren Tastaturcases für die einzelnen iPads sprechen, denn auch hier gibt es jetzt leider ein paar kleine Unterschiede. Das iPad der 10. Generation ist nämlich nicht mit dem Magic Keyboard kompatibel. Die Abmessungen sind ja ein bisschen unterschiedlich und die Smart Connector Pins sind auch nicht auf der Rückseite, sondern auf der Unterseite. Und dementsprechend hat Apple sich dazu entschlossen, ein neues Magic Keyboard Folio auf den Markt zu bringen. Das Konzept davon ist tatsächlich ziemlich interessant. Und zwar besteht dieses Magic Keyboard Folio aus zwei Teilen. Einer Tastatur mit einem Trackpad und Funktionstasten, die gibt es ja zum Beispiel am normalen Magic Keyboard nicht. Und diese Tastatur verbindet sich dann über die drei Smart Connector Pins mit dem iPad und wird so gleichzeitig auch mit Energie versorgt. Das heißt, sie muss nicht extern aufgeladen werden. Von der Hintergrundbeleuchtung habe ich bis jetzt noch nichts gelesen. Da lasse ich mich mal überraschen. Da Apple es aber nicht hervorhebt, gehe ich erstmal davon aus, dass diese Tastatur keine Hintergrundbeleuchtung hat. Und auch den USB-C-Port, den das Magic Keyboard noch an der linken Seite hat, den sucht man hier vergeblich. Das zweite Teil ist dann quasi ein Backcover für das iPad der 10. Generation mit einem Scharnier, wodurch man das iPad in verschiedenen Winkeln aufstellen kann. Für einen Tisch stelle ich mir diese Kombination wirklich praktisch vor und ich finde es auch super cool, dass man die Tastatur als solche einfach mal schnell abnehmen kann und das iPad dann trotzdem geschützt auf einen Tisch ablegen kann. Aber wenn ich das Ding auf meinem Schoß benutzen möchte, stelle ich es mir ehrlich gesagt nicht so geil vor und auch designtechnisch finde ich das normale Magic Keyboard schöner. Das Magic Keyboard Folio kostet 299
99 Euro, ist damit etwas günstiger als das Magic Keyboard, aber immer noch ziemlich, ziemlich teuer. Die beiden iPad Air Modelle unterstützen dann eben das Magic Keyboard. Es ist in meinen Augen das beste Tastaturcover, was es für irgendein Tablet gibt. Man hat einen zusätzlichen USB-C-Port, man hat einen Trackpad, was wirklich gut ist, und die Tastatur hat auch eine Hintergrundbeleuchtung und man bekommt vor allem dieses wirklich geniale, schwebende Design. Ganz ehrlich, es sieht optisch einfach 10-mal besser aus. Das Einzige, was mir fehlt, ist tatsächlich eine Reihe mit Funktionstasten, aber vielleicht bessert hier Apple ja in den kommenden Jahren irgendwann nochmal nach. Das normale Magic Keyboard ist nochmal ein klein bisschen teurer. Es ist in meinen Augen aber den Aufpreis definitiv wert, denn es ist auf jeden Fall das bessere Keyboard für euer iPad. Wie ihr seht, sind sich alle drei iPad-Modelle wirklich sehr ähnlich, aber es gibt doch zahlreiche kleine Unterschiede und genauso sieht es dann auch beim Preis aus, denn der ist für die Kaufentscheidung natürlich besonders interessant und hier habe ich mal verschiedene Preise für euch zusammengetragen. Das iPad der 10. Generation kostet in seiner Basiskonfiguration stolze 579 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist ein wirklich, wirklich hoher Preis für ein Einstiegstablet. Das iPad Air der 4. Generation bekommt man im offiziellen Refurb-Shop von Apple für 529 Euro. Das ist 50 Euro günstiger für ein besseres Gerät. Es ist refurbed, aber im Apple Refurbed Shop sind die Produkte eigentlich quasi neu. Und das iPad Air der 5. Generation, das kostet 769 Euro im Apple Store selbst, ist dort also teurer geworden. Aber schaut man bei Amazon, dann findet man das da nach wie vor immer noch für 630 Euro. Das heißt, es ist nur ein klein bisschen teurer als das iPad der 10. Generation. Dementsprechend ist meine Empfehlung ganz klar. Wer Geld sparen möchte und ein wirklich günstiges iPad will, der greift zum iPad Air der 4. Generation. Es ist besser. Es hat definitiv das bessere Display mit dünneren Displayrändern, vollständig laminiert, Antireflexbeschichtung und die Unterstützung für den P3 Farbraum. Außerdem wird der Apple Pencil der 2. Generation unterstützt, der magnetisch am iPad haftet und dabei aufgeladen wird. Und ihr bekommt auch noch die Möglichkeit, das Magic Keyboard zu koppeln. Wer ein etwas besseres Tablet möchte, der greift dann zum iPad Air der 5. Generation. Dort bekommt ihr dank des M1 Prozessors neben der zusätzlichen Leistung die Unterstützung für externe Monitore und ihr bekommt diese neue Ultra-Weitwinkel-Frontkamera, mit der euer Gesicht automatisch getrackt wird. Ansonsten sind die Modelle wirklich sehr, sehr ähnlich. Und was ist dann mit dem iPad der 10. Generation? Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das Ding kaufen soll. Es ist in meinen Augen super schlecht konzipiert. Insbesondere die Sachen mit dem Display und dem Apple Pencil der 1. Generation stört mich einfach mega. Keine Ahnung, für wen das Ding empfehlenswert sein soll. Apple hat hier meiner Meinung nach designtechnisch ziemlich reingeschissen. Das heißt, wenn ihr ein gutes, günstiges iPad wollt, greift zum iPad Air der 4. Generation oder eben dann mit dem etwas besseren Modell zum iPad Air 5. Aber lasst die Finger bitte vom iPad 10. Es ist in meinen Augen wirklich keine gute Wahl. Ich habe die Links zu den Produkten bei Amazon mal in die Videobeschreibung gepackt. Da findet ihr immer den aktuell besten Preis. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Kann ich euch definitiv empfehlen. So Leute, das soll es von dem Video auch schon wieder gewesen sein. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema gerne mal unten in die Kommentare und dann diskutieren wir drüber und schreibt mir wirklich gerne mal auch, welches der iPads ihr am interessantesten findet. Ansonsten lasst gerne ein Like auf dem Video und ein Abo für den Kanal da, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Es wird auch noch ein ausführliches Review zum iPad der 10. Generation folgen. Vielleicht ändert sich ja dann noch meine Meinung. Ich glaube es tatsächlich aber nicht. Nichtsdestotrotz, wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt abonnieren. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut, bis bald.